Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Hearts of Iron 4 als Deutschland. Aktuell hier mit Unterstützungstruppen im spanischen Bürgerkrieg. Geht's mal los, und zwar hatte ich das letzte Mal schon gesagt, wir werden diese Pocket hier zuerst mal versuchen einzunehmen. Dazu werde ich einfach unsere Truppen hierher bewegen. Und zwar wäre es am besten, wenn wir dieses Gebiet hier teilen, sodass diese Truppen hier drüben nicht mehr sich mit den anderen vereinen könnten und dadurch dann halt hoffentlich komplett ausgelöscht werden. Das ist eigentlich immer so der Fokus, den man haben sollte. Man sollte nicht hier zum Beispiel hier angreifen und die Truppen vor sich her schieben, weil dann sammeln sich hier mit der Zeit, auch wenn sie geschwächt werden, immer weiter doch relativ viele unter Umständen, keine Ahnung, wie viel das hier sind, alle miteinander. 5 bis 10 irgendwas. Und werden natürlich dann auf einmal noch immer schwerer zu vernichten sein. Das heißt, wir müssen versuchen, hier praktisch die zu separieren, indem wir hier Gebiete einnehmen und die voneinander trennen, um sie dann halt komplett auszulöschen. Das ist so der Fokus, den man eigentlich im Kampf haben sollte. Das heißt, wir bringen unsere Truppen jetzt hier in Stellung. Am besten auch, wenn man von mehreren verschiedenen Seiten angreift. Es gibt unterschiedliche Boni. Das heißt, ich nehme jetzt den ganzen Trupp, werde ihn erstmal jetzt hier in die Mitte schicken und dann einfach immer einen links und den anderen rechts. Das ist so der normale Werdegang. Je nachdem, welche Zone man denn angreift, gibt es auch verschiedene Anzahl an angrenzenden Gebieten, je nachdem. Also hier zum Beispiel hätte man nur die eine, von der man angreifen kann, also so wie es jetzt aktuell eingestellt ist. Das heißt, man kann von hier aus nicht darüber angreifen, weil die haben keine gemeinsame Grenze. Das heißt, da muss man sich immer eine aussuchen, wo denn wohl so viele wie möglich Grenzen sind, sodass man selbst praktisch den Gegner mit der Menge an Truppen überwältigen kann. Ich werde auch gleich mal kurz zeigen, was das mit den verschiedenen Grenzen auf sich hat an Punkten im Spiel. Lassen wir es jetzt mal weiterlaufen. Ich werde es auch nur auf 3 stellen. Ich finde das finde ich das ein bisschen netter, wenn man jetzt hier die Geschwindigkeit nicht zu hoch ist, sondern nur auf 3. Dann kann man schnell genug reagieren, falls mal irgendwas wäre. Wir warten jetzt also ganz kurz, bis sie dahin marschiert sind und werden erst dann angreifen, sodass wirklich alle zugleich mehr oder weniger angreifen und nicht erst die eine und dann die anderen nach und nach. Ist jetzt hier nicht ganz so wichtig, weil ja da schon die Spanier am Kämpfen sind, aber ja, ist einfach eine gute Angewohnheit, wenn man das grundsätzlich so tut. Wir sind alle da. Jetzt werde ich einfach hier mit der rechten Maustaste alle auf dieses Gebiet schicken und dann mit der Shift-Taste nochmal gedrückt halten und dann mit der rechten Maustaste hier. Das heißt, wenn die dieses Feld hier eingenommen haben, werden sie automatisch direkt zum nächsten weitermarschieren. Und wenn denn die beiden eingenommen sind, sind hoffentlich diese drei Gebiete separiert von dem Rest. Dann können wir dann die gemeinsam angreifen und dann werden die praktisch komplett aus dem Spiel genommen, also vernichtet oder gefangen genommen, je nachdem, wie man sich das vorstellen möchte. Und lassen wir es jetzt einfach hier mal so laufen. Jetzt hier die Leertaste schnell wieder gedrückt. Hier sind noch 2 Sachen fertig. Jetzt machen wir aber ganz kurz erstmal dieses Thema hier mit der sogenannten Gefechtsbreite, die ich schon mal erwähnt habe. Man sieht jetzt also hier, im Moment sind nur Spanier am Angreifen und hier sind meine Truppen tatsächlich noch am Marschieren, um in das Gebiet zu kommen. Das sieht man auch hier in so einem kleinen Balken. Und zwar müssen sie erst hier ein klein wenig langlaufen und werden dann erst hier oben angezeigt. Also im Moment sind sie in Reserve. Es kann aber auch sein, dass hier Reserve angezeigt wird, und zwar wenn hier schon zu viele gleichzeitig angreifen, ist aber im Moment nicht der Fall. Wir sehen, dass hier 28 steht, das ist diese sogenannte Gefechtsbreite und einfach die Menge der Leute praktisch, die im Angriff sind. Man sieht auch nur, dass hier nur 6 in der Verteidigung sind, also diese Truppe hat nur eine Gefechtsbreite von 6, das ist auch nur einer, ne? Aber meine haben ja jetzt hier zum Beispiel 18. Und hier sieht man auch die maximale Gefechtsbreite, die in einem Kampf sein darf. Also in diesem Kampf, in diesem speziellen Kampf, weil wir haben hier 3 Grenzen und das bestimmt praktisch, wie viele Truppen maximal gleichzeitig angreifen können. Also für jede gestartete Angriffsgrenze gibt es 80 und dann für jede weitere 40, also insgesamt 160, ne, ist klar. 80, 40, 40, 160. Und wir könnten jetzt praktisch so viele Truppen hier reinstecken, bis 160 erreicht wäre. Und alles andere würde dann in Reserve stehen bleiben, auch wenn sie schon mehr oder weniger schon reingelaufen sind. Das soll es auch erstmal zu diesem ganzen Zahlenchaos hier gewesen sein. Kann man sich eigentlich ganz leicht merken. Dass das hier mit 40, 80 und so weiter arbeitet, ist auch eine Gefechtsbreite der Truppen von 20 oder 40, sagen wir mal, optimal, finde ich. Ich
Ich weiß nicht, ich habe selbst noch kein Template gebaut, was 80er Gefechtsbreite hatte. Aber 40 finde ich schon ziemlich gut. So im Mittel- bis Late-Game. So, jetzt verlassen wir mal den Schauplatz mal ganz kurz. Wir haben ja Leertaste, wir können jederzeit wechseln, weil wir haben ja oben hier ein bisschen was fertig. Das heißt, wir wenden uns mal ganz kurz wieder dem Deutschland zu. Wir haben ja ein paar Fabriken zu bauen. Die sind nämlich alle abgearbeitet, die ich ganz am Anfang eingestellt hatte. Und wir gehen jetzt einfach her und bauen wieder neue Militärfabriken. Als allererstes hier in der Zone Rheinland, die wir ja freigeschaltet haben durch einen Fokus, also wieder mit Shift-Taste. Und dann werden hier 5 neue Militärfabriken in Auftrag gegeben. Und dann hauen wir jetzt einfach überall da, wo 70% Infrastruktur sind, hauen wir jetzt auch überall die maximale Anzahl rein. So, hier sind 60, 60, 60, 60. Da ist nochmal 70. 70, da sind 60 und 70. Genau, dann haben wir hier eine ganze Menge in Auftrag gegeben. Ich werde das auch nicht mehr ändern. Das heißt, die werden hier alle gebaut werden. Wir brauchen so viele Militärfabriken wie möglich, um so viele Waffen wie möglich herzustellen. Für die kommende Aufgabe der Armee, nennen wir es mal so. Also jede Menge Militärfabriken. Hier war ja auch wieder eine fertig. Jetzt schauen wir mal, wie es hier im Moment aussieht. 11.400. Ich glaube, ich werde hier nochmal eine in die Haubitzen stecken. Wie gesagt, ich brauche um die 1600, glaube ich. Wir sind auch hier erst bei 7. Das heißt, unser Kampf hat ja jetzt noch nicht so viel generiert. Aber mit der Zeit kommen wir hier hoffentlich auf 10. Und dann wende ich die auch nochmal anpassen, dieses Template, sodass da ein paar mehr Haubitzen drin sind. Und ja, dann werden wir auch schon mal die ersten verbrauchen aus dem Pool hier. Das heißt, wir brauchen schon noch ein paar. Okay, dann geht's mal weiter. Schauen wir mal einfach an, wie es jetzt hier vorangeht. Hier dieses Grün bedeutet, unsere sind am Gewinnen. Und der Gegner ist am Verlieren. Wäre ja auch verrückt, wenn es anders wäre. Unsere erste Truppe ist auch schon drin. Die nächste ist drin. Kann man ein bisschen scrollen, ne? Infanterie irgendwo. Genau, 93%. Das gucken wir uns aber auch nicht die ganze Zeit an. Das reicht uns eigentlich, wenn hier die Zahl immer größer wird. Und wenn es grün ist, ne? Da muss man sich das auch nicht immer angucken. Wenn natürlich jetzt so wäre, nehmen wir mal an, wir wären am Verlieren, dann macht es immer schon Sinn zu schauen, woran liegt es denn. Zum Beispiel sehen wir jetzt hier die Werte der Armeen, die im Angriff sind. Also unsere spanischen Verbündeten haben jetzt hier, naja, nicht gerade besonders gute Werte, aber ja, unsere sind doch schon überwältigend für die letztendlich. Ne? Man sieht doch hier, die haben keine Organisation mehr, oder ich nenne es auch gerne Moral vielleicht, und auch kaum Ausrüstung, ganz im Gegensatz zu unseren. Ne? Die sind voll ausgestattet und so weiter. Genau, jetzt haben die den überrannt. Der läuft jetzt hier auch ganz traurig nach links. Warte mal, ich muss mal hier draufklicken, dann haben wir auch dann das richtige Ding. Der, irgendwie ist der Rommel, warum auch immer, noch unterwegs. Der hat wahrscheinlich noch mal eine Runde Kaffee trinken irgendwo anders, hat einen Flug verpasst. Keine Ahnung, was mit dem los ist, aber der müsste eigentlich jeden Moment dann hier auch dann in der Armee erscheinen. Im Moment kriegen die gar keinen Bonus von ihm. Okay, jetzt sind die hier angekommen. Der ist noch ein bisschen am Marschieren. Da können wir den auch mal gleich drücken und auswählen und dann die rechte Maustaste drücken, sodass wir wieder von zwei Gebieten gleichzeitig angreifen. Das ist es. Na, wir könnten noch von hier, aber da macht er der schon. Da brauchen wir also nicht nochmal extra hier rumlaufen. Aber wir könnten sogar von 4, das ist der hier. Ah ne, Quatsch, das ist ja nochmal, das ist nochmal geteilt, das Gebiet. Sorry, weil ich erzählt, nur die zwei sind richtig. Also wir nehmen jetzt unsere Armee und greifen jetzt wieder hier an. Das heißt, wir können noch mal ganz kurz schauen. Jetzt haben wir hier nur 120 statt 160, ne? Weil wir ja nur von zwei angreifen, ne? 80 plus 40. Aber den werden wir auch relativ schnell überwältigen. Unsere Armeen sind doch schon zum einen sehr viel besser ausgerüstet, ausgestattet und auch ausgebildet. Und der andere Punkt ist ja, dass wir den gerade eben erst von hier zurückgeschickt haben. Das heißt, den sein grüner Balken, die sieht man nämlich hier auch, wenn man zumindest in der Nähe ist. Also wir können immer nur ein Feld weit schauen. Der ist noch relativ gut gut organisiert. Dem geht es noch ganz gut. Also wenn die Organisation ganz niedrig ist, dann geben die meisten eigentlich relativ schnell auf. Wie gesagt, Organisation und Moral der Truppe kann man schon irgendwie gleichsetzen, würde ich sagen. Das heißt, wir haben den jetzt gleich zurückgeschickt. Muss mal gucken, welche von denen wohl am angreifbarsten ist. Oh, jetzt ist er jetzt eins. Was ich jetzt hier nicht bedacht habe, ist, jetzt haben wir das hier hinten offen gelassen. Das heißt, ich werde eine der Truppen wieder zurück in den Hafen schicken. Hier steht ja einer von uns. Das ist fast ein Schreck gekriegt, dass es... Ach nee, Quatsch, das ist ja einer von uns. Ich bin ja verrückt. Aber trotzdem wollen wir den Hafen hier beschützen. Genau, das ist ja einer von uns, von den Verbündeten.
Trotzdem will ich den Affen hier beschützen und die anderen beiden, die nehmen jetzt einfach hier und schicken den damit drauf und hoffen, den mal schnell bewältigen zu können. Ich ganz kurz einen Schreck gekriegt. Na, die sind ja auch clever. Jetzt lassen sie das da frei. Jetzt müssen wir reagieren, sodass der jetzt hier nicht das wieder erobert. Und wir werden ihn jetzt einfach hier angreifen, sodass wir ihn praktisch binden. Ah, das ist ja verrückt. Was machen die denn da, Mensch? Das ist mir auch noch nie passiert so, muss ich ganz ehrlich sagen. Schon echt häufig gemacht hier. Aber egal, dann laufen sie halt raus. Jetzt auch, wir haben ja den Hafen erstmal hier, dass wir da nichts mit dem Hafen machen können. So, jetzt sind die da eingemarschiert. Jetzt lassen wir diese Pocket hier mal. Das werden die Spanier schon schaffen. Wir werden versuchen, das hier einzunehmen. Wobei, warte mal, wir könnten sogar das zu unserem Vorteil nutzen und hier durchmarschieren und den dann einfach alleine stehen lassen. Solange der nicht marschiert, man sieht ja, wenn er nochmal rauslaufen wollte. Das ist vielleicht sogar ein Vorteil, den jetzt separieren zu können dadurch. Ne? Dann kann man das manchmal sogar zu seinem Vorteil ausnutzen. Das ist der nächste Fokus fertig. Wir gehen einfach direkt weiter hier. Armee Innovation 3. Wie gesagt, da kriegen wir nochmal 20 Armee-Erfahrung und die super schnelle Erforschung der mittleren Panzer. Ich sehe gerade, das ist ja sogar direkt offen. Ich weiß nicht genau, ob das klappen wird. Das ist mir noch nie passiert, ganz ehrlich. Ich werde jetzt einfach mal versuchen hier, wenn man mit Shift-Taste gedrückt hat, dann kann man den einzelnen Weg festlegen. Ich werde jetzt hier einfach mal außen rum marschieren und dann direkt hier einen reinstellen. Falls der zurückrennen möchte, kann ich ja auch noch hier rüberlaufen. Naja, die sollten jetzt akzeptieren, die Vereinbarung, welche auch immer wir da gemacht haben. Okay, eine neue Fabrik ist fertig. Wir haben 9 Punkte. 500, gar nicht mal schlecht. 10.000. Ich glaube, ich werde mal wieder hier einen Schwung rauslassen. Dann sind wir schon fast an der Anzahl, wenn wir die nächsten fertig haben, die ich denn gerne haben würde. Das heißt, ich werde nochmal ganz kurz hier, wir sind hier im Pausenmodus, können wir jederzeit zurückgehen. Einfach mit Shift hier oben drauf, dann das einer neuen Armee zuweisen. Diese dann, ich weiß nicht, es macht letztendlich nichts, hier draufstellen, dann werden sie auch gleich trainiert. Und ich bin ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob jetzt zum Beispiel dieses hier, dass sie mehr Erfahrung gewinnen. Ich glaube nicht, dass es beim Trainieren zählt. Ich werde es jetzt trotzdem einfach mal reinmachen, einfach in dem Grund, aus dem Grund, dass es könnte ja sein, dass es was zusätzlich gibt. Und dann nehmen wir das einfach mal mit. Oder halt auch nicht und dann stört es auch nicht, dass der jetzt da drin ist. Das tauschen wir dann später wieder aus. Je nachdem natürlich auch, wie schnell dann der Rommel fertig ist mit hier mit dem spanischen Bürgerkrieg und so weiter. Okay, wir haben noch eine neue Fabrik fertig. Ja, das wollte ich eigentlich machen gerade. Ich glaube, ein bisschen Armee-Ausrüstung, Infanterieausrüstung ist gerade angesagt. Ja, es ist recht viel, ne? Aber es wird auch relativ viel hergestellt. 100 pro Tag, ne? Das ist natürlich dann 14.000, hört sich dann zwar viel an, aber bei 100 pro Tag Herstellung ist das doch überschaubar. Also jetzt bin ich ja echt mal gespannt, ob ich das jetzt hier schaffe. Das ist ja wirklich noch nie so gewesen. Echt schon häufig gemacht, muss ich sagen. Den Anfang habe ich schon recht häufig gespielt. Also auch bis ich überhaupt mal irgendwo hingekommen bin, ein bisschen weiter. Diesen Anfang habe ich echt schon mehrere Dutzend Mal gespielt, ehrlich gesagt. Also nur ja die letzte Phase, also Mittel- bis Late-Game, eher nicht so häufig. Ich habe es bis jetzt einmal geschafft, als Deutschland praktisch mit der Achse die Welt zu übernehmen. Nicht die ganze Welt halt, aber bis alle Alliierten und alle komintern vernichtet waren zumindest. Ich meine, gewisse Länder bleiben immer übrig sozusagen, aber das ist ja okay. Bis dann der Bildschirm kam, dass das Spiel gewonnen wurde halt. Habe ich einmal geschafft und aber wirklich hier am Anfang schon echt sehr häufig, dutzende Mal. Am Anfang braucht man auch relativ viel Zeit, bis man reinkommt ins Spiel, muss ich sagen. Man macht doch etliche Fehler, wo man dann halt ja sich in eine komische Situation manövriert. Aber nicht mehr so viel zu den zur Vergangenheit, sondern wir machen mal hier weiter. Es ist unsere Truppe fast reingemarschiert, was echt krass ist. Nein, 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 das habe ich. Und. Aber trotzdem, Overrun stand jetzt gerade da. Ich habe schon gedacht, es kann passieren, dass sie hier reinmarschiert. Meine auch hier drin ist und dass sie dann noch hier weiter durchläuft. Also da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, dass wir so schnell am Gewinnen sind. Nicht schlecht ist, dass wir sie jetzt überrannt haben. Die hier sind auch fertig, was wirklich wunderbar ist. Warte mal, wir können mal schauen. Wie weit? Wir sind jetzt hier. Mal gucken, wo das ist.
Okay, also die Flugzeuge gelten noch für diese beiden Zonen hier, witzigerweise. Also, ah ne Quatsch, die sind, nee, die sind immer noch da. Ich hab gedacht, die haben schon gewonnen gehabt. Hab ich gerade verschaut. Ne, warte mal, doch. Ne, ich bin schon ein zweiter gerutscht, aus Versehen. Ne, genau, das passt alles. Gerade eben verschaut. So, jetzt ist es hier so. Jetzt wird hier ein roter Balken oder ein roter Pfeil angezeigt. Eine rote Explosion, um ganz genau zu sein. Obwohl meine Reihenmaschine, da könnte man denken, oh, was ist denn hier los? Die verlieren. Aber es ist so, dass im Moment die Truppen hier noch gar nicht im Kampf angekommen sind. Die sind also noch am Reinmarschieren, also gar nicht verunsichern lassen, wenn das am Anfang so aussieht. Na, wir sind ja schon in der Überzahl. Ah, jetzt haben die anderen sogar aufgegeben. Blöderweise. Und jetzt müssen wir alleine angreifen. Es würde jetzt aber auch nichts bringen, weil ich ja jetzt nur von zwei Seiten angreife, das nochmal zu erhöhen, weil wir haben hier schon den Bonus von mehreren Seiten angreifen. Und wir haben ja die 120 Gefechtsbreite. Da werden auch meine Truppen die Gefechtsbreite nicht ausnutzen können. Ne? Das ist also nicht notwendig, da nochmal von der dritten Seite anzugreifen, also wie ich es am Anfang gemacht habe. Aber von zwei ist schon sollte man schon immer machen, von zwei. Ne? Also, nee, immer ist blöd, aber halt so gut es denn geht, so gut es denn geht. So, jetzt sind sie auch dann da. Können wir nochmal schauen. Na, die eine immer noch nicht. Eine, jetzt sind erst alle drin. So, und jetzt geht es auch recht schnell. Wenn sie dann alle mal drinnen sind, dann geht es auch recht schnell, dass sie die überrennen. Wunderbar, da habe ich mir jetzt gerade eben mit dem Flugzeug ein bisschen verschaut. Ich war doch ein bisschen weit rüber gerutscht hier. Okay, also wir haben die beiden Zonen noch hier. Allerdings werde ich mit meiner Armee... Das ist ja verrückt, das ist ja schon wieder so. Also heute haben wir ein Glück. Wir werden jetzt hier direkt mal nach Bilbao einmarschieren. Es sieht so aus, wie wenn da keiner drin ist. Auch um diese jetzt hier wieder zu separieren voneinander, um die dann praktisch zu überrennen. Oder ist da einer drin und ich sehe ihn noch nicht? Wobei, den sehe ich ja auch, ja, ne? Ich bin nicht so sicher. Wer werden es sehen? Wenn ich angekommen bin. So, dauert natürlich einen kleinen Moment. Warte mal, der wird jetzt attackiert. Los. Rein da. Jawohl, prima. Okay, die greifen uns jetzt an, weil wir die... Ah, guck mal, siehst du mal, die da ist sogar auch frei. Oh, da werde ich auch versuchen, mal reinzumachen. Aber die sind wahrscheinlich schneller, sind ja Pferde. Ich versuch's aber mal, aber ich werde ja auch hier an. Oh, nee, der greift jetzt den an. Ah, das ist natürlich nice. Ganz selten so eine Situation hier, muss ich sagen, dass wirklich Teile unbewacht sind. Aber es kommt schon mal vor, selbst hier, ne, dass man sieht, dass dann einfach, ich weiß nicht, vielleicht, hier zum Beispiel auch. Ja, vielleicht lief es ganz besonders schlecht für die und die haben wirklich schon eine Truppe verloren und können einfach nicht mehr alle Zellen ausfüllen. Das kann schon mal passieren. Das kann auch, könnte auch theoretischerweise uns passieren in der Zukunft, dass wir einfach zu wenig Truppen haben, um die komplette Grenze ja, auszufüllen und dann bleiben einfach Teile offen und dann kann man dann einfach reinmarschieren und kann separieren. Ne? Also jetzt müssen wir nur hoffen, dass ja, die Olympiade, die klicken wir einfach mal weg, ja, die ganzen Ereignisse werde ich jetzt nicht alle kommentieren, dass wir praktisch ja hier reinmarschieren müssen. Allerdings müssen wir den erst davon abhalten, uns anzugreifen. Ne? Das sind wir auch am Gewinn. Also den Angriff, den der macht, sind wir am Gewinn. Aber das muss erst auf 100% gehen, damit wir überhaupt erst laufen können, weiterlaufen können, weil wir ja momentan im Kampf gebunden sind. Und mal schauen, wer erst... Ah, verdammt. Siehst du? Jetzt sind die hier drüben reinmarschiert. Naja, gut, okay. Können wir nichts machen. Na, dann greife ich hier auch erstmal nicht alleine weiter an. Da sind ja zwei Truppen drin. Dann warten wir jetzt ganz kurz, bis der jetzt hier seine ganze... Oder die beiden sogar ihre ganze... Organisation aufgebraucht haben, weil wenn die jetzt nämlich uns angreifen und verlieren dabei, dann verlieren die auch ihre Organisation und sind praktisch nahezu sofort zu vernichten. Das werden wir gleich mal sehen. Ah, es läuft ja darüber. Verdammt. Das ist blöd. Es gibt ja noch eine Verbindung. Naja gut, okay, da können wir jetzt nichts dran ändern. Da können wir jetzt nichts dran ändern. Das wäre echt schön gewesen, wenn wir hier die ein hätten nehmen können. Bevor der reingemarschiert ist natürlich. So, aber hier hat es zumindest geklappt. Der hat uns angegriffen und hat seine ganze Organisation verloren und dann wird er jetzt platt gemacht von den anderen Spaniern. Okay, so. Dann werde ich einfach mal hier drumherum laufen. Geht das? Jawohl. Und dann hier angreifen. Und wenn der drumherum ist, dann mit dem Rest dann auch noch angreifen. Wobei, der ist jetzt am Angreifen. Ich warte jetzt wirklich bis, weil der läuft noch hier. Ah, jetzt macht er mit. Dann können wir jetzt schon direkt loslegen. Wieder mit Shift, damit der ja wirklich hier lang läuft. Wir versuchen einfach mal dieses hier... Oh, wow, hier sind schon vier Leute hier drin. Da muss ich mir fast sogar überlegen, ob ich hier tatsächlich weitermachen will, ganz ehrlich. Ich schwenke nochmal um, meinen Gedanken.
jetzt gerade nicht so gesehen. Ich habe jetzt keine Lust, jetzt hier gegen 4 und dann vielleicht sogar später noch gegen 5 gleichzeitig kämpfen zu müssen. Das verbraucht doch, wir sind auch hier bei 11, sehe ich gerade, zu viel Material. Wir werden das jetzt anders machen. Und zwar werde ich jetzt einfach hier meine Truppen hier schicken. Dann konzentrieren wir alle auf dem Fleck und dann können sie sich alle um die drum rumscharen und dann da weitermachen. Machen wir jetzt einfach mal so. Ja, die sind nämlich schon fast durch. Genau, die sind schon fast durch, haben keine Moral mehr, keine Organisation und kaum Material. Und auch hier sind meine erst reingelaufen, gerade eben wahrscheinlich. Deswegen geht es auch so langsam. Das warten wir jetzt aber gerade noch ab. So, jetzt sind die alle da zusammen in einem eingepfercht praktisch. Aber hier werde ich mich nicht am Kampf beteiligen, da werden wir einfach was anderes machen. Aber was ich gerade sehe ist, warte mal, ich werde erstmal ganz kurz meine Truppen an eine schönere Zone legen. Warte mal, hier ist nämlich alles Gebirge. Und zwar werde ich hierher gehen. Was ist das hier? Wenn man draufklickt, sieht man, was das für eine Zone ist. Okay, Hills. Das ist jetzt das Gebirge hier auf jeden Fall. Man kann seine Truppen sozusagen strategisch verlegen, nennt sich das. Das ist das hier. Und dann einfach mit der rechten Maustaste. Man muss allerdings eine Zone anklicken. Also man darf selber auch nicht kämpfen gerade. Warte mal. Kann ich gerade nicht abhauen, weil die mich ja angreifen, oder? Laufen einfach mal raus. Wie gesagt, ich will mit dem Kampf jetzt nichts mehr zu tun haben. Genau so, bin aus der Zone raus. Und dann hier drauf oder B drücken. Dann lassen wir die einfach mal hier laufen. Dann sind sie ein bisschen schneller. Ne, ein bisschen schneller ist gut. Die sind sehr viel schneller. Verlieren dabei aber ihre Organisation. Dann schauen wir einfach mal, was wir mit denen weitermachen. Allerdings werde ich jetzt erstmal, da wir hier genug Punkte haben, die Armee noch einmal kurz anpassen und lasst die dann auch kurz ihre Ausrüstung bekommen. Deswegen habe ich das mit der strategischen Verlegung jetzt auch getan. Weil sie ja dann sowieso warten müssen, bis die Ausrüstung kommt. Wobei, bevor ich das mache, werde ich erst nochmal ganz kurz eine Pause einlegen und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht zuzuschauen. Seid gespannt auf die nächste Folge. Würde mich freuen, wenn ihr nochmal reinschaut. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.